Auf dem Gelände des Elbland-Klinikums Radebeul befindet sich die Betriebskita Elbland-Zwerge. Seit 2010 werden hier vorwiegend Kinder vom Krankenhaus, aber auch von Radebeulern ohne Klinikbezug betreut. In der Einrichtung, dessen Träger die ASB Dresden und Kamenz GmbH ist, wird viel Wert auf Natur und Bewegung gelegt. Bei uns findet zweimal im Jahr eine Waldwoche statt. Das heißt für uns, wir gehen mit der gesamten Kindergartengruppe, also dieses sind es jetzt 19 Kinder, im Frühjahr machen wir dies und im Herbst, also die nächste steht bald wieder an, wandern wir frühmorgens mit unseren ganzen Kindern in den Wald, in den Lösnitzgrund bis zur Meierei. Dort haben wir unseren sogenannten Waldspielplatz, den wir auch wöchentlich nutzen. Ja, und dort können die Kinder endlich mal frei Natur erleben. Sie haben Zeit, das ist das größte Gut, was ein Kind eigentlich in der heutigen Zeit haben kann, Zeit. Zeit zu entdecken, Zeit sich auszuprobieren, Zeit sich auch mal mit Freunden zurückzuziehen. Ja, einfach so ein kleines Abenteuer. Für uns ist das eine spannende Geschichte, für die Kinder ist das eine spannende Geschichte. Und das ist immer so eine Sache, wo wir uns drauf freuen. Und wie gesagt, von Frühstück und Mittagessen nehmen wir dort ein. Und am Nachmittag geht es dann wieder hier zurück. Denn die Ruhepause, haben wir festgestellt, brauchen die Kinder danach, denn sie sind dann einfach auch kaputt. Damit hier auch Klinikmitarbeiter im Frühdienst ihre Kinder abgeben können, öffnet die Kita nach Abstimmung bereits um 5.45 Uhr. Außerdem gibt es hier keine Schließzeiten, wie es teilweise in anderen Einrichtungen der Fall ist. Die Einrichtung verfügt über insgesamt 19 Kita und 12 Krippenplätze. Zur kindgerechten Ausstattung gehören auch zwei kuschelige Assistenten, die bei der Eingewöhnung helfen. Die Spielsachen, die Möbel, es ist alles natürlich auf die Kindergröße ausgerichtet. Kleine Stühle, kleine Toiletten, ja, und so weiter. Und es ist für alle Kinder, sage ich mal, in ja, ausreichender Menge Spielmaterial zur Verfügung. Wir orientieren uns ein Stück an Maria Montessori, aus der Lebenswelt der Kinder Dinge mit anzubieten. Die werden regelmäßig ausgewechselt. Wir haben noch zwei Besonderheiten. Auch in unserer Krippe haben wir den kleinen Fluffy. Das ist so ein kleiner tröstender Fuchs, der sozusagen den Kindern den Einstieg auch ein bisschen mit erleichtern kann, auch wenn mal die Tränen fließen. Und oben im Kindergarten ist das der kleine freche Paul, ein kleiner Elblandzwerg. Das ist dann sozusagen schon richtig integriert worden. Und die Kinder ja lieben das. Und die Kinder dürfen den natürlich, den Paul, am Wochenende immer mal eins mit nach Hause nehmen auf Abenteuerreise nach Hause zu den Kindern. Auch der Außenbereich hat einiges zu bieten. Genau, also wie gesagt, ja, ist ausreichend groß. Wir haben verschiedene Spielangebote, vom Sand, Fahrzeuge, wir haben ein Fußballtor. Die Kinder haben Möglichkeiten, sich hier zu verstecken. Eine Schaukel ist vorhanden. Wir haben eine schöne Bauecke hier hinten in der Ecke, wo die Kinder experimentieren können. Und was vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist, wir haben eine Kinderwerkstatt, wo die Kinder mit allen möglichen Materialien sich ausprobieren können. Da geht es nicht um das Endprodukt, dass da was gebaut oder geschaffen wird, sondern es geht ums Tun. Kann ich einen Nagel reinhauen, kann ich ein Stück Holz absägen oder lauter solche Sachen. Einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Im Physiotherapieraum des Krankenhauses werden wöchentlich gemeinsam mit den Kindern verschiedene Bewegungs- und Funktionsübungen durchgeführt. Auch bei zwei jährlich durchgeführten Angeboten wird die Verbindung zwischen Elbland-Zwergen und Elbland-Klinikum deutlich. Und einmal im Jahr gibt es bei uns die sogenannte Teddy-Sprechstunde. Und da kommt dann ein Arzt, manchmal auch eine Schwester mit dazu. Und dann werden hier alle kleinen Patienten von den Kindern verarztet. Und so, sage ich mal, auch die Neugier und das Interesse für, sage ich mal, auch diese Berufsgruppe geweckt, denke ich mal. Und im Herbst wird auch von unserem Träger, vom ASB, werden wir einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder anbieten, beziehungsweise durchführen, wo die Kinder auch wieder ihre kleinen Patienten von zu Hause mitbringen können und wirklich auch kleine Kompetenzen lernen. Wie ist der Notruf? Wie geht die stabile Seitenlage? Kriegen die alles schon hin? Und dann dürfen sie natürlich ihre kleinen Patienten verarzten. Die Betriebskita Elbland-Zwerge bietet ihren Schützlingen nicht nur eine Atmosphäre, in der sie mit Neugier und Entdeckergeist ihre Welt entdecken und erforschen können, sondern profitiert auch von einem engagierten und motivierten Personal, das sich leidenschaftlich dafür einsetzt, jedes Kind individuell zu fördern und zu unterstützen.